wird. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, eher schwachsinnig, wenn wir die nochmal machen würden. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht und gehen lieber rennen, damit wir vorwärts kommen. Ich sehe gerade, wir sind verdammt fix. Also auf meinem Tacho habe ich jetzt eine halbe Stunde. Und ich weiß noch, als ich das angefangen hatte, die Stelle hier, dann waren wir bei der Stelle locker eineinhalb Stunden dabei gewesen. Gut, wir haben jetzt auch ein paar Kämpfe nicht gemacht. Die Ordnertypen sind echt schon heftig. Müssen wir sogar durch einen Depot-Test. Na gut, über die Geschwindigkeit bin ich natürlich froh, umso schneller wir hier durch sind, ne? Umso schneller könnt ihr ja, ja die Story erleben. Wir kommen weiter. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Okay, AMP-Aktivierung ist nicht so dolle. Nee, die AMP-Aktivierung kann ganz schön wehtun. Bam. Okay, dann gehen wir Dragonische Liga lieber und eben ein paar Negativzustände, dann heile ich mich ein bisschen. Ja gut, wir können nur Fluch und Gemach, aber das reicht schon. So, Rache-Kampagne. Ach, er kann Bandtech. Okay, wenn er so spielt, ja, dann nehmen wir gleich ihn da. Wenn er Bandtech kann, dann greifen wir ihn auch gleich frontal lieber an. Wenn der Typ schon so ankommt, dann hat es ja für uns kaum noch Sinn, da ernsthaft zu spielen. Nee. So, AMP-Aktivierung verhindert. Cyclone Principle. Also schon so ein höherer Kopf. Ja, aber nur so ein minimaler Kopf natürlich. Ja, gut. Hat sich hochgearbeitet. Es ist natürlich ein klein wenig ärgerlich ist, dass die meisten Gegner, die wir jetzt hier bekämpfen, gegen Zauber verdammt resistent sind, aber gegen Direktangriffe nicht. Das ist ein klein wenig ärgerlich. Weil wir hauptsächlich mit den meisten Truppen ja, frontal angreifen. Okay, da unten sind auch wieder Gegner. Das sind ein paar. Wir müssen ja auch nur durch die Mitte da durch. Okay. Ja gut. Die Bestie ist ja einfach. So, und Invasoren sind das. Okay, keine Extractor. Gut, Invasoren haben einfach nur eine Fähigkeit, die blöd ist, und das ist, glaube ich, diese Pein- oder Nebeltechnik. Das war aus irgendeinem Grund auch immer unsere Fähigkeiten nicht einsetzen können. Das hatte ich einmal schon, als ich mich hier durch die Reihen durchgespielt habe. Ja, da hatte ich einen Trupp gehabt, das war auch in der Palmekia. Da haben die es wirklich geschafft, Hope ja irgendwie lahmzulegen, dass er nicht heilen konnte, und die anderen haben da so exquisit draufgehauen und wir konnten uns ja irgendwie nicht heilen, weil ich ja auch kein Paradigmen für den Fall hatte. Wie gesagt, das passiert so absolut selten. Bis hin zu so gut wie gar nicht möglich. Ja gut, habe ich den Kampf natürlich verloren, ist logisch.
Wenn man Negativzustände hat, dann gehen die auch erst dann weg, wenn schon hauptsächlich vorbei ist. Kennt man ja schon mittlerweile aus vielen, 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 vielen Situationen. Agonische lieber, das bringt anscheinend nicht so viel. Heilig lieber die Leute. So, grüne Front. Und Blitzschlag. Und ja, ihr hört's richtig, ich drücke permanent die X-Taste. Obwohl das gar nicht so notwendig ist. Aber ich, weiß nicht, bei dem Spiel habe ich irgendwie so einen Tick einfach, dass ich die ganze Zeit ununterbrochen die X-Taste drücke, obwohl es absolut gar nicht notwendig ist. Mache ich einfach. Gut, der Nachteil ist natürlich, dass mein Daumen dann richtig wehtut nach der Zeit. So, besiegt. Ja, da warten auch noch. Oh, natürlich. Zum Abschluss noch eine Supergruppe. Ich hätte es mir vorstellen. Ich hätte es mir natürlich denken können. Natürlich ein Principal und dann noch schöne Dragoner. Und das. Nein, 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 nein. Doch X-Taste gedrückt. Gut, bleibt uns nichts anderes übrig, außer grüne Front dauerhaft zu spielen, bis wir einzelne Dragoner erledigt haben, weil sonst werden wir per Sprühraketen in den Himmel befördert. Und das ist ziemlich fix. Okay. Lag an Hope. Hope hat irgendwie nicht heilen können. Ach Mensch. Hope, mach doch irgendwas Sinnvolles. Außer uns zum Scheitern zu verurteilen. Ernsthaft, Mann, wirklich. Alles überhaupt gar kein Problem. Nein, aber die Leute müssen nur was auch was machen. Sprich, wir brauchen hier auch wirklich nicht nur tatkräftige Unterstützung, sondern perfekte Unterstützung. Und das heißt, heilen muss absolut sein. Oh, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Nein, die Gruppe ist nicht unmöglich. Nee, im Gegenteil, ist sehr wohl machbar. Die ist zwar schwer, das muss ich natürlich zugeben. Ja. Das sind die meisten kurz vor Ende des des Raumes da, kann man ja meistens sagen. Kommt dann noch so ein Herausforderung, kann man sagen, Herausforderung, so zum Abschluss, dass man das Teil auch wirklich gemeistert hat. In dem Fall ist das natürlich hier komplett, trifft es dazu wieder eine relativ starke Gruppe, das habe ich jetzt nochmal durch erneutes Spielen gemerkt.
Klar, beim Let's Play habe ich aufgepasst, aber anscheinend ist mir das eher missfallen. Ja, missfallen kann man sagen. Ja, kann man sagen, missfallen. Ich habe es nicht mitbekommen, richtig. Gut, das Replay hätte nicht sein müssen. So ziemlich spiele ich jetzt das Spiel zum 4., 5. Mal. Und ich würde mal sagen, wenn man das Spiel alle 2, 3 Jahre mal einmal gespielt hat, beziehungsweise durchgespielt hat, dann reicht das auch für die nächsten Jahre. Ja. Also von mir seht ihr auf jeden Fall kein Replay-Projekt zu Final Fantasy 13. Sage ich vornherein schon. Nein, es wird kein Replay-Projekt zu diesem Spiel. Außer hier ist eine nennenswerte Änderung, beziehungsweise die Story hat sich komplett verändert. Oder ja, irgendwas ganz Besonderes ist da anders. Dass ich es als lohnenswert erachten würde, mich da nochmal dahinter zu sitzen. Und dieses doch relativ schöne Spiel, muss man natürlich sagen, ist das ein cooles Spiel, nochmal zu spielen. Weil ich habe euch ja gesagt, im Laufe des Let's Plays gibt hier einige Stellen, die extrem nervig ist. Und ja, die nächste nervige Stelle kommt jetzt gleich sogar schon. Ja. Aufgrund, dass ich in dieser nervigen Stelle relativ Schwierigkeiten hatte, habe ich, bevor ich hier durch diese Tür da hinten durchgegangen bin, einen Cut gemacht und habe hier erstmal ausführlich trainiert. Das heißt, im nächsten Part werdet ihr sehen, wie ich relativ stärker diesen Kampf da meistern werde. Was ich jetzt hier machen werde, ist durch diese Tür gehen und die Zwischensequenz dürft ihr euch anschauen. Und dann endet dieser Part hier einfach komplett sofort abrupt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal in der Hinsicht von euch, bevor wir da durchgehen. Und sehen uns dann im nächsten Part, wo wir dann gegen den Gegner, der hinter dieser Tür lauert, richtig derb in den Arsch zu treten. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann und haut raus. Und wir gehen jetzt erstmal durch diese Tür. Your Eminence, please escape. I'll cover your retreat. Why don't you leave, Jill? Or rather, take your leave. Humans have no business here. What? Your Eminence! What? Magic? Monster! People are not yours to use! What else does one do with tools? Cocoon is a factory built by Falci. A factory for the mass production of human thralls. Not anymore, it's not. What can mere men do? Without our help, death is all of which you're capable. You saw the fools, a mindless mob drunk on fear of a viewless sea. They only knew a Lassie was the one filling their glasses. Lassie? You mean me? Oh, child, perish the thought. I am more than that. I am Falci. My name is Spartanidus. Voice of the Sanctum, and Lord Sovereign of the Cocoon Falci. Your kind feared
the darkness, so we gave you light. You begged us for the purge, and did it not come to pass? Now you spurn our counsel. You must learn your place.